Liebe Gemeinde, liebe Predigthörer, ich habe fast jede Woche das Vorrecht, eine Predigt zu halten. Und meistens freue ich mich darauf und es fällt mir leicht. Aber manchmal ist es auch gar nicht so einfach. Es ist schön, wenn das Wort, das verkündigt wird, dann gut ankommt und wenn man merkt, es tut auch Menschen gut. Andererseits können meine Worte auch mal daneben liegen oder jemand kann damit nicht einverstanden sein. Doch immer habe ich diesen besonderen Auftrag und auch ein Anliegen. Der Auftrag selbst kommt von Gott, dass ich sein Wort verkündige und weitersage, was Gott selbst spricht. Und mein Anliegen ist es, dass möglichst viele Zuhörer offen sind, Gottes Wort zu hören, egal wie ich das gerade hinkriege, Gottes Wort zu hören, um danach zu leben. Darum geht es, wenn wir das Reden Gottes hören, dass wir es aufnehmen, dass wir etwas damit machen. Diese Woche hat mir eine Person sehr ehrlich gesagt, wenn ich am Sonntag in die Kirche gehe, was sie da erwartet und was nicht. Es darf nicht das sein, was sie schon in den Nachrichten hört. Sie möchte nicht nur von Krieg und armen Kindern hören, sondern von Gott. Und Gottes Wort, das natürlich in unsere Situationen hineinspricht, Trost schenkt, ermutigt, einen Weg zeigt und den Glauben stärkt. Genau das finde ich auch wichtig. Und so toll, dass wir diese Gelegenheit haben, dass wir das erleben können, wenn wir Predigen und Predigten hören. Für heute habe ich besonders auch an Menschen gedacht, die das vielleicht gar nicht so richtig kennen oder die sich das nicht vorstellen können, dass da wirklich etwas passiert. Menschen vielleicht auch, wo etwas im Weg steht, um Gottes Wort zu hören, weil sie vielleicht enttäuscht sind oder eine ganz andere Vorstellung davon haben. Ich glaube aber, dass Gott jeden von uns persönlich kennt und dass er liebevoll zu jedem Einzelnen spricht, in der passenden Art und Weise. Und ich wünsche uns allen, dass das auch heute geschieht, wenn wir Gottes Wort hören. Es steht geschrieben im Galaterbrief, Kapitel 3, Verse 24 bis 29. Da schreibt der Apostel Paulus: Lasst es mich noch auf eine andere Weise ausdrücken. Das Gesetz war unser Vormund und Lehrer, bis Christus kam. Aufgrund des Glaubens an ihn werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Da Christus nun gekommen ist und mit ihm der Weg des Glaubens, brauchen wir das Gesetz als Vormund nicht mehr. So seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Und ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Christus. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben, wie Gott es versprochen hat. Ihr Lieben, ich möchte diesem Abschnitt einen Titel geben. Der heißt Unterschiede, die Jesus und der Glauben an ihn bringen und auflösen. Unterschiede, die Jesus und der Glauben an ihn bringen und auch auflösen. Wenn wir Gottes Wort hören, können wir erleben, dass es tatsächlich gute Nachrichten gibt. Echte Hoffnung, etwas Neues oder völlig anderes als das, was wir sonst hören und eh schon kennen. Heute hören wir die Botschaft, dass Jesus und der Glauben an ihn, unser persönlicher Glauben an ihn,
einen Unterschied oder verschiedene Unterschiede bringt und andere Unterschiede aufhebt. Ich hoffe, das klingt ein bisschen spannend oder es ist zumindest eine Anregung, auch etwas mitzunehmen, wenn man hinterher überlegt, worum ging es eigentlich heute? Unterschiede, die Jesus macht, mein Glauben an ihn und Unterschiede, die dadurch aufgelöst werden. Ich hoffe, ich kann euch damit aufmerksam machen und euer Interesse wecken. Es gibt Unterschiede, die entstehen und die sich auflösen durch Jesus selbst. Das erste ist eine Befreiung. Jesus und der Glauben an ihn bringt uns Freiheit. So wie es in der Bibel steht, dass wir nicht mehr unter dem Druck des Gesetzes stehen. Es heißt nicht, dass Gottes Gesetze, wie sie in der Bibel stehen, von Anfang bis Ende plötzlich nicht mehr wichtig sind oder ungültig werden, aber sie verlieren eine bestimmte Funktion. Man könnte sagen, sogar eine gewisse Macht. Nämlich, die Gesetze haben ausgedient als Weg, um vor Gott gut dazustehen, um vor Gott gerecht zu werden, indem man alle Gesetze so gut wie möglich erfüllt. Und Paulus vergleicht das mit einem Vormund oder einem Lehrer. In alter Luthersprache hieß das, das Gesetz war ein Zuchtmeister. Und das klingt schon etwas anders und es war auch genau so gemeint. Jemand, der die Kinder erzieht, streng und auch mit genug Strafe. Man muss sich also eine pädagogische Form und Art vorstellen, die uns die Fehler aufzeigt und Strafe androht. Und deshalb ist Jesus gekommen. Und durch ihn ist etwas anders geworden. Durch ihn und durch unseren Glauben an ihn stehen wir nicht mehr unter dem Druck des Gesetzes, wie wir sein müssten oder was wir tun sollten. Jesus und der Glauben an ihn bringt den Unterschied, dass das Gesetz für uns kein strenger Zuchtmeister oder Lehrer mehr ist. Stattdessen dürfen wir einen zweiten Unterschied erfahren. Wenn wir Jesus Christus, den Sohn Gottes, kennen und auf ihn vertrauen, dann sind wir vor Gott gerecht gesprochen. Das ist unsere ganze Botschaft des Evangeliums, besonders in der lutherischen Kirche. Rechtfertigung durch Glauben. Wer Jesus Christus kennt und auf ihn vertraut, der darf wissen, ich bin vor Gottes Thron gerecht. Wir sind bei Gott wertgeachtet und hoch angesehen. Gott sieht uns in Jesus Christus anders, als wir oft von uns selber denken. Anders als jede Stimme, die uns verurteilen will und sagt, du bist doch auch nicht besser als die anderen. Du hast es doch auch nicht besser hingekriegt mit dem Gesetz. Stimmt. Aber ich bin gerecht gesprochen, weil Jesus gekommen ist, damit ich ihm vertraue und diese Gerechtigkeit empfange. Ihr Lieben, ich darf euch diesen feinen, befreienden Unterschied tief in eure Herzen und Gewissen hineinsprechen. Es ist Gottes Evangelium, die frohmachende Botschaft, weil Jesus gekommen ist. Und wenn du ihm vertraust, dann kannst du sicher sein, du bist vor Gott gerecht und gut. Das gilt, was immer auch dagegen zu sprechen scheint, ob es stimmt oder nicht. Die Wahrheit des Wortes Gottes ist immer stärker. Du bist freigesprochen und gerecht durch Jesus und den Glauben, deinen Glauben an ihn. Und das bringt einen dritten Unterschied mit sich. Als geliebte Kinder Gottes haben wir Zugang, direkten Zugang zum Vater. Wer an Jesus Christus glaubt, wird als Kind Gottes angenommen. Wir gehören zu Gott. Wir werden von ihm versorgt
und er fördert uns. Ich stelle mir das immer im Unterschied noch einmal vor, was der strenge Lehrmeister, der die Prinzen und Prinzessinnen erziehen soll, so alles verlangt und fordert und wie er straft. Gott, unser liebevoller Vater, höchstpersönlich, nimmt uns in seine Obhut, voller Erbarmen und mit endloser Liebe und lehrt uns und fördert uns. Dazu ist Jesus gekommen, dass wir Gottes Kinder werden können. Das bringt uns der Glauben an ihn. Und auch da darf jeder von uns absolut sicher sein, ich bin und bleibe Gottes Kind. Egal, was dagegen spricht, egal, was ich tue oder nicht tue, es hängt auch nicht daran, ob Gott einen guten Tag hat oder genug Augen zugedrückt. Es hängt nicht an der Menge meiner Sünden oder meiner guten Taten. Es hängt allein an Jesus und am Glauben an ihn. Dadurch dürfen wir wissen, wo wir hingehören und wer wir sind. Du bist ein Kind Gottes. Das ist eine sichere Position, ein Stand. Und wir dürfen uns diese Realität sogar so vorstellen, wie es hier geschrieben steht, dass wir Jesus Christus angezogen haben, in ein neues Gewand gekleidet sind, das uns letztlich auch innerlich durchdringt und verändert, dass wir Menschen sind, die das Wesen von Jesus widerspiegeln. Es steht geschrieben, durch die Taufe haben wir gleichsam Christus angezogen. Wir sind mit ihm so eng verbunden, dass wir, jeder einzelne von uns, ob Mann oder Frau, gleichsam als Sohn Gottes angesehen werden. Ich sage hier bewusst Sohn und nicht Söhne und Töchter, weil in Jesus, er ist der Sohn Gottes. So wird jeder von uns angesehen von Gott. Und diesen Stand dürfen wir auch annehmen und uns sicher sein. Ihr Lieben, das sind bedeutende Unterschiede. Befreit vom Druck des Gesetzes, gerecht gemacht vor Gott, angenommen als seine Kinder und eingekleidet in Christus, unserem Erlöser und Herrn. Wer diese Unterschiede für sich annimmt, ganz einfach, indem er auf Jesus Christus vertraut, für den lösen sich andere Unterschiede auf. Und das ist auch wichtig. Denn das, was der Glauben für Unterschiede macht, hat auf der anderen Seite Konsequenzen, dass sich andere Unterschiede auflösen. Das sind weitreichende Folgen und hoffnungsvolle Nachrichten. Aufgehoben werden, jetzt nach biblischer Sprache, die Unterschiede zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Männern und Frauen. Durch den Glauben an Jesus sind wir alle gleich und noch mehr. Wir sind einer, wie eins in Christus. Und man muss heute vorsichtig sein, besonders an der Stelle mit den aufgehoben Männer und Frauen. Es wird nicht die Verschiedenartigkeit, die jeder so mit sich bringt, aufgehoben. Das, was uns ausmacht. Wir sind sehr unterschiedliche Menschen mit ganz verschiedenen Empfindungen und Begabungen. Das wird nicht aufgehoben, aber es wird alles beseitigt, was uns trennt. Kann man sich ja mal vorstellen. Das versteht ihr Frauen nicht, da könnt ihr Männer und so weiter, ne? Natürlich gibt es da Unterschiede und die können dazu führen, dass wir uns immer mehr voneinander entfernen und Mauern zwischeneinander aufgebaut werden. Ich muss jetzt nicht sagen, typisch für unsere Gesellschaft. Irgendwie war das schon immer so, aber manchmal wird es uns schmerzlich bewusst. Es wird das beseitigt, was uns trennt. Wenn wir im Glauben erkennen, wir haben alle gemeinsam den gleichen Wert, jeder ist wertvoll in Gottes Augen. Du bist wertgeachtet und dein Gegenüber auch. Freigemacht, gerecht gemacht, als Kind Gottes angenommen und hineingeschlüpft und eingehüllt in Jesus Christus selbst.
dann können wir ein Stück verstehen, was es bedeuten soll. Das gilt allen, die ihm vertrauen, ob Jude oder Nicht-Jude, von jedem anderen Volk, ob Deutsch oder Arabisch. Es gilt für alle Menschen aus allen Nationen. Wir dürfen auf Gerechtigkeit und Gleichbehandlung hoffen, ob wir Sklaven oder Freie sind, arm oder reich, unterdrückt oder mächtig, gesund oder krank, fröhlich oder traurig, Mann oder Frau, Junge oder Mädchen, alt oder jung. Wir könnten das fortsetzen. Was gibt es für Unterschiede, die uns trennen wollen? Und die werden im Glauben an Jesus Christus aufgelöst. Sie verlieren ihre trennende Macht. Alles, was uns so schnell, so oft, so unüberwindbar stark trennen will, das überbrückt Jesus. Und wenn wir glauben, ja, wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann sind wir auch miteinander verbunden. Dann gehören wir auch zusammen. Und so können wir leben wie einer, ein Leib von Jesus Christus, eine Gemeinschaft, wo wir zusammengehören, wo jeder wertvoll ist. Ein Kind Gottes in Christus hineingetauft, um eine Einheit zu bilden. Ihr Lieben, und das gilt in allen erschütternden Erfahrungen und beängstigten Situationen, im Kleinen und im Großen dieser Welt und unserer Zeit. Es gilt für das eigene Leben, es gilt für unsere Gesellschaft, es gilt für die ganze Welt. Es ist eine Realität, die über allem steht und die wir durch den Glauben erleben können. Und deshalb finde ich diese Botschaft so aktuell, so hoffnungsvoll, dass Gottes Wort, Jesus selbst und unser persönliches Vertrauen auf ihn Unterschiede macht und Unterschiede beseitigt. Streit und Spaltung, Angst und Hass, Gewalt und Terror, Krieg und Not haben nicht das letzte Wort. Es ist schlimm und wir können vieles nicht kleinreden. Aber Gott ist größer und sein Wort macht uns Hoffnung. Und es gibt noch einen letzten Unterschied in diesem Bibelwort. Es wird uns ein Erbe geschenkt. Ein Erbe hat etwas mit Zukunft zu tun. Ein wunderbares Erbe, eine wunderbare, zuverlässige Zukunft, eine traumhafte Erbschaft, wovon vielleicht mancher schon mal geträumt hat. Wer zu Jesus Christus gehört, der ist biblisch gesprochen ein Nachkomme Abrahams, gezählt zu seinem Samen. Und das hat eine tiefe geistliche Bedeutung. Wir haben Anteil an den Verheißungen Gottes. Wir dürfen das erben, was Gott versprochen hat. So wie ursprünglich erst nur das Volk Israel, die Nachkommen Abrahams. Jetzt dürfen alle Menschen aus allen Völkern durch Jesus Christus die Verheißungen Gottes für sich persönlich ernst nehmen und sich darauf verlassen, dass Gott uns eine Zukunft schenkt. Das war der fünfte Unterschied. Ich weiß nicht, ob ihr euch alles gemerkt habt. Mal sehen, ob ich es noch zusammenkriege. Es ist so wichtig, dass wir uns durch Gottes Reden immer wieder neu einladen lassen, das zu erkennen, was eigentlich wichtig ist, was Jesus uns bringt, wenn wir uns auf ihn verlassen. Schritt für Schritt, jeder in seinem eigenen Tempo und in seiner Art und Weise, aber jeden Tag, immer wieder neu, an jedem Ort und in allen Lebensbereichen. Wir sind nicht nur Christen, wenn wir in den Konfi-Unterricht gehen oder bei der Konfirmation etwas versprechen oder ab und zu mal in den Gottesdienst, sondern entweder wir sind täglich und immer und überall mit Jesus verbunden. Dann haben wir auch die Unterschiede und dürfen uns sicher sein. Wir sind mit Jesus Christus unterwegs, auf dem Weg des Glaubens, mit ihm verbunden und miteinander.
durch die Taufe, begleitet mit seiner Herrlichkeit, die uns äußerlich und innerlich einhüllt und zu Menschen macht, die Jesus Christus widerspiegeln. Du bist ein Kind Gottes, eins mit allen, die auch zu Gott gehören. Und das lässt uns hoffen in Zeiten, die gar nicht einfach sein mögen. Ihr dürft sicher sein und wir dürfen gemeinsam Gott danken und ihn mit einer Stimme loben und preisen für das, was er getan hat, was er tut und was er tun wird. Amen. Und Gottes Frieden, der größer ist als alles, was wir menschlich verstehen und erfassen können, bewahrt euch an Geist, Seele und Leib. Amen.